Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Factorio Multiplayer zusammen mit Pascal und Raphael. Zweiter Teil der geteilten Folge. Gestern kam der erste Teil. Zieht euch auf jeden Fall zuerst rein, weil es relativ wichtig für den Plot. Ja, viel Spaß, ne? War eine sehr detaillierte Antwort. So, Lasergeschützturm. Dafür brauche ich Batterien. Kann ich mir Batterien anliefern lassen? Jetzt haben die hier ernsthaft meinen Panzer zerstört. Probier es aus. Ansonsten hast du es halt schon da. Ja, gar nicht. Junge, was machst du? Dinge. Wichtige. Wieso hast du den gerade ausgerüstet? Die Verschmutzung ist noch lange nicht da. Kümmere dich um richtige Probleme. Ich habe Öl gefunden. Wir haben genug Öl. Wir haben noch genügend Öl. Ich will auch mehr Öl. Raphael, hör auf, Mist zu machen. Das ist ein Befehl. Ich nehme keine Befehle entgegen. Ich bin zu weit weg, dass man mir irgendwas tun kann. Yay! So. Hätten wir das auch geklärt? Kurze Frage, werden jetzt eigentlich Mauern hergestellt oder nicht? Ich werde die ganze Zeit zugeschmissen, weil irgendwer irgendwann irgendwas will. Ja, werden hergestellt. Nein, ich hab nicht Mauern genommen, ich hab Bauklötze genommen. Was ist das? Ah. Wie finde ich Mauern? So viel Stahl. Ich könnte mal Stahl auf meine Liste setzen hier. Stahlträger existiert bereits. Ja, wo denn? 3 bis 400? Nee, so viel brauche ich nicht. 200. So, wie viel Eisenplan hier? 4 bis 500? Nee, so viel brauche ich nicht. Ich hätte gerne 2 bis 300. Kupfer hätte ich auch gerne 2 bis 300. Und Steine hätte ich gerne gar nicht. Ja, okay, machen wir mal maximal 100. So, jetzt habe ich wieder Platz. Also, weil ich das da abgebaut habe. Ja. So. Rechte Maustaste bitte. Danke. Danke. So. Ja, es gibt Mauern in der Logistikanfrage, um deine Dings zu beantworten. Mauern oder auch Betonmauern? Nee, einfach Mauern. Okay, da war ich vordere Betonmauern, deswegen. Das ist Betonmauern. Ey, da musst du nochmal Stahl mit reintun, wenn du Betonmauern willst. Gibt es für die Züge eine automatische Brennstoffbelieferung am Bahnhof eigentlich? Ja. Beziehungsweise nicht für alle, weil du das erweitert hast. Okay. Kann ich machen. Du fährst von... Gibt's schon für den Stein einen zum Abliefern? Okay, die haben da Kohle reingetan und deshalb sind die da drauf gekommen. Okay, das mit der Kohle auf dem Eisenfließ war eventuell meine Schuld, war Raphael. Schämt. Steine meintest du, ne? Ist für den irgendeinen Bahnhof, wo ich den noch hinliefern kann, oder? Xemu. Xemu. Sollte jetzt so umbenannt. So. Ah. Also ich habe jetzt eingestellt, von Bahnhof Steinförderung, wenn volles Frachtinventar, losfahren. Also da volles Frachtinventar ist ja die Abfahrtbedingung und bei Bahnhof Steinbasis leeres Frachtinventar die Bedingung. Und auf automatisch wurde gestellt. Gut, der Zug fertig und hatte... Was für eine Farbe hast du eingestellt? Rot, also Standardfarbe. Soll ich eine einstellen noch? Ich überlege gerade irgendwie so wie so ein helles Bräunlich oder so. Ja, ich hab so probiert, ein jetzt bisschen. Ein helles Braun. Hast du eins? Auf dem Weg. Ist jetzt in der Basis. Hast du eins? Okay, ich hab's gerade eingestellt. Ah. 155, 155 vielleicht. Geht das also braun durch?
meine Güte. Jetzt greifen die das Ding an. Wow. Ich habe sie provoziert. Du wirst traurig. Dezent. Muss ich noch so ein Ding? Siehst du, Raphael, da hättest du was Sinnvolles machen können und das kleine Nest dort zerstören. Das hättest du auch hinbekommen. Stattdessen musst du nach da oben fahren, ja? Ich hab Öl gefunden. Niemand braucht Öl von uns mehr. Argumente sind invalid. Ich bin sehr gut darin, Argumente zu ignorieren. So. 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 Und dann da noch ein Radar hin. Nee, passt nicht. Machen wir so. So. Und ein Radar hin. Ja, gut. Passt. Bei. Ich pack mal den da hin. Ja, okay, dann sollte das von der Verteidigung auf jeden Fall besser klappen. Und ich pack den Panzer um nach hier. Anhalten. So. Sollten übrigens mehr oder weniger längerfristig auch die Geschütztürme alle auf Lasertürme umstellen. Das hast du gut gesagt. Sonst wird es im Nachfüllen noch dezent nervig. Dies ist korrekt. Wobei der Vorteil von den ballistischen Waffen ist, glaube ich, dass sie vor allem eine größere Reichweite und mehr Schaden machen. Ne? Und ich meine, kannst du ja auch beliefern mit Förderbändern. Hat Pascal eigentlich schon ein Nachtsichtgerät? Bestimmt nicht. Ja. Was? Ach stimmt, ja. Also ich sehe sogar ein normales. Ich sehe nachts was. Hast du ein MK1 oder ein normales? Das weiß ich. Guck doch einfach mal in dein Inventar, hier auf deine Rüstung und nach rechts. Was will ich mit einem anderen? Ich sehe doch alles. Dann siehst du mehr. Ich sehe genug. Immer diese Leute, die mit dem zufrieden sind, was sie haben. Okay, was wollen sie? Stahlkisten. Hm. Anscheinend hatte sogar irgendwer schon mal angefangen, lila Wissenschaftsproduktion zu machen. Nee, wir haben ja auch was gemacht, während als wir noch aktiv da hier Projekt lief. Hm. Dingsbums, da da da. Ihr wisst schon was. Ja, na Dings, ne? Hackschen da am besten stehen rein. Boah, ich glaub, das ist am besten mit der hier. Wenn statt hier durchlaufen lassen. Ah, nee. Da lass ich links rum. Gute Freude. Das ist jetzt schwierige Entscheidung. Ja! Es ist alle. Unser erstes Eisenvorkommen, so ziemlich das Wichtigste im ganzen Spiel, ist aufgebraucht. Das ist schon aufgebraucht. Ich hatte meine. Ich stand vorhin daneben und als es aufgebraucht wurde und da haben meine Roboter mir direkt meiner zurückgegeben. Was aber auch schön ist, hier bei der neuen Eisproduktion, da stehen alle Bänder einfach still, weil die kommen überlastet sind und alle Kisten überlastet sind. Und der Zug bringt anscheinend auch genügend Eisen, deswegen, ja. Ja. Aber hier, also die Produktion, die reicht noch ewig aus. Selbst wenn ich alle meine abschalten würde, würde die wahrscheinlich noch ewig ausreichen, weil die Bänder alle rappelvoll sind, die Kisten auch, also. So, Lasergeschütztürm. Flammenwerfergeschützturm?
Lasergeschützt. Ja, ich muss aber allerdings mit Rohöl betanken oder das ist ein bisschen nervig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen mache ich Lasergeschütze und muss ich nur an Strom anschließen. Das passt schon. Dafür die Materialien lasse ich mir jetzt auch alle anliefern, deswegen sollte das ja auch gehen. Und dann statte ich hier einmal die Steindingens damit aus. Das woanders her, diese Kohle auf dem Band. In der Schaltkreise, das kommt hier immer zurecht. Hm. Okay, da war auch Stahl drin. Lag wohl wirklich an der Dings, die ich da gebaut habe. Hm. Siehst du mal, ich bin nur an 99% der Probleme in dieser Fabrik schuld. Toll. Genau, jetzt bringen nämlich die Drohnen hier das ganze Eisenerz. Nicht dahin, wo sie sollen. Weil Raphael hier Zeug gebaut hat. So, die bringen es nämlich dahin und dann wird das Eisenerz direkt wieder in die Leitung gebracht. Genau. Sie haben nur extrem wenig Batterien im System, weil wir kommen einfach keine Batterien an aktuell. Das kann gut sein, ja. Dass da irgendwie sowas fehlt wie Schwefelsäure oder so. Ich geh mal gucken. So, aktuell ist auch nichts lieferbar an Batterien. Batterienproduktion, ja, es ist. 4 Sekunden. Was ist damit? Und wir haben zwei Stück. Und ich fordere 200 an. Das ist so schlimm wie Grafikkarten. Der Rocket Ball Batterien. Nervig. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es noch so eine Kiste gibt, weil ich habe gerade eine abgerissen. Die nicht mehr gültig war. Nö, okay, wir haben nicht mal mehr eine. Du kannst gar keine bekommen, ganz einfach, weil keine geliefert werden. Ja, ich sehe auch, das ist keine. Es sind auch nicht. Ist auch keiner auf dem Weg, das sehe ich ja auch. Ich hätte gern welche. Bitteschön. Jetzt sind 14 auf dem 16, 18, 20, 22 auf dem Weg. Ist ja schön. Sehr gut, da kann ich endlich wieder neue Lasergeschütztürme erstellen. Ich habe das Ganze einfach mal durch einen Stapelgreifer ersetzt, weil der halt ganze Stapel nimmt. Und da ist es effizienter, zwischen Kisten das zu machen. Dass man das Stapelgreifer benutzt. Den Stapelgreifer stapeln? Verrückt. Jo, verrückte Welt. Okay, ein bisschen bin ich auch gerade am Logistikaufwand zu schuld. Allerdings hat das halt einfach den einfachen Grund, dass, ja, so ein bisschen die Mülleimer ausleeren, sag ich mal so. Ah, ja. Naja. Aber es einfach im selben Satz ist unnötig. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir haben zu viele Roboter und zu wenige Roboports. Ich habe ein paar Roboports gebaut. Also ich finde eher, uns fehlen Roboter. Na gut, oder wir forschen halt einfach, dass die Roboter besser werden. Ja, weil die alle an der Tür warten. Nee, ich glaube, wir müssen einfach die Roboter ein bisschen verbessern. Und dafür brauchen wir Fläschchen. Welche Überraschung. Warte mal, pass auf, dann mache ich hier auch mal gleich eine Lagerkiste hin für. Stahl. Dass da nur Stahl reinkommt. Also, wenn sozusagen jemand Stahl rausschmeißt, dass das da dahin geht. Und hier machen wir noch eine Lagerkiste
Die ist nicht im Netz. Cool. Ja. Nicht Eisenerz. Steine. Steine, 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 Steine. Und stimmt, hier war das Problem mit dem Port. Genau, und deswegen wollte ich die Schiene umlegen. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Sieht fancy aus. So. 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 Ja, genau das wollte ich tun. Das. Nein. So. Und dann hier noch ein Signal hin. Passt. Und dann packen wir hier den nächsten Roboport. So. Okay, der ist angeschlossen. Da muss da ein Strommast hin. Da ein Strommast hin. Und da packen wir einen hin. So, dann läuft nämlich so langsam die Entladung der Steine an. Und die kommen selbst hier runter. Ich glaube, ich baue einfach mal so eine... Na, nee, mache ich das? Nee, ich lasse es mal lieber. Ja, okay, komm. Ich baue mal hier einen zweiten Roboport hin, einfach nur zum Aufladen. Dass ich das ein bisschen verteilen kann. Mach das. Ja. Oh Gott. Was ist hier los? Was ist wo los? Hier. Wo ist hier? Bei diesem Stern, ja, in der Fabrik. Stern? Guckst du dir auf der Karte an mit den Roboter? Eieieiei. Ich sehe keinen Stern. Ja, gut. Kann sein, dass du es deaktiviert hast. Der Karte aus. Ist egal. Nein, ist nie egal. Schwefel, Kohle. Ich sollte noch so ein Ding für Kohle bauen. Ein spezielles Lager. Nur so als Idee. Für die Zukunft. Nö, auch für jetzt. Die Frage, wo kommt Kohle her? Kohle kommt hierher. Kohle wird ab jetzt bitte hier reingeliefert. Und da drauf gepackt. Ja, jetzt passt das nicht. Mist. Nee, warte. Tobi, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. So. Dann. Die Lagerkiste hierhin. Da, Logistikfilter Kohle. Und wie dann... Wie stellt der Zug denn bitte beladen hier? Ist ja krass. Hast du keinen entdeckt, soeben Züge in Factorio? So. Cool. Jetzt wird sämtliche Kohle wird da reingeladen. Dann haben wir nämlich schon mal keine von diesen nervigen Grundressourcen mehr hier so in Massen drin rumliegen, die dann das ganze Lager blockieren. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil, sag ich euch. Ja, ich weiß, dass mein Inventar voll ist. Wir sollten wirklich unsere Drohnen verbessern. Ich schließe mal die Steine, die jetzt so von der Steinproduktion an der Basis ankommen, an die Schmelzer an. Okay, das ist mal sinnvoll. Ich brauche auch für die Schienenproduktion nämlich mehr Steine. Um die Roboter zu verbessern in der Transportmenge, brauchen wir lila und danach auch gelb in der Stufe.
Und um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ich bin gerade schon dabei, lila zu machen, deshalb brauche ich ja mehr Schienen. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, brauchen wir gelbe. Die nächsten zwei Stufen. Oh Gott. Ich stelle wirklich hier einfach mal so ein paar, einfach nur Drohnen-Hubs auf, damit die sich ordentlich aufladen können. So, bitteschön, meine Drohnen. Verteilt euch. Für das gerade sozusagen die Drohnen. Drohnenchaos. Ist auch cool, wie so in einem Halbmond um jede Station einfach so viele Drohnen sind. Das sieht auf der Karte echt cool aus. Uiuiuiuiuiuiuiui. Na gut, aber ich würde sagen, das war's auch von dieser Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. Raphael. Tschüss.